Jesus David Gomez auf dem Weg zum wichtigsten Wettkampf seiner Karriere. Seit Monaten hat er auf diesen Tag hintrainiert. Ich muss alles geben. Gerade kann alles passieren. So sieht's aus. Er ist einer der ersten Sportler seines indigenen Volkes auf internationaler Bühne. Sein Weg hierher, ein Spagat zwischen Tradition und US-amerikanischem Kraftsport. Valle du Par im Nordosten Kolumbiens. Wir treffen Jesus David Gomez bei ihm zu Hause. Der Kraftsport Powerlifting ist sein Leben und das schon seit 10 Jahren. Das hier sind die Medaillen, die ich bei internationalen Wettbewerben geholt habe. In Kanada, Peru, Uruguay und den USA. Etwa 100 solcher Medaillen hat der 24-Jährige schon gewonnen. Seit er 14 ist, lebt Jesus David Gomez bei seiner Oma in der Großstadt. Hier kann er täglich trainieren. In seiner Heimat wäre das kaum möglich. Heimat, das sind für ihn die höchsten Berge Kolumbiens. Das hier ist meine Mama. Und das ist so etwas wie eine indigene Kirche. Das Tattoo habe ich machen lassen, um mich immer daran zu erinnern, wo ich herkomme. Die Sierra Nevada de Santa Marta, das höchste tropische Küstengebirge der Welt, Heimat der Awaku-Indigenen. Nur mit Allradantrieb geht es auf der einzigen Straße nach Nabusimake, zum Geburtsort der Sonne, wie das Dorf in der Sprache der Awaku heißt. Auch Kolumbianer dürfen nur mit Genehmigung der Indigenen hierher kommen. Auf rund 2000 Metern über dem Meeresspiegel lebt ein Teil der Familie des Sportlers. Hier in der Sierra Nevada de Santa Marta habe ich die Kraft entdeckt. Wie es sich anfühlt, mit anderen zu konkurrieren, sich jeden Tag verbessern zu wollen und immer mehr Gewicht zu heben. Genau darum geht's beim Powerlifting, einer Kombination aus Kreuzheben, Bankdrücken, Kniebeugen, zu Deutsch auch Kraftdreikampf. Ähnlich wie beim olympischen Gewichtheben wird hier in Gewichtsklassen unterteilt. Das organisierte Powerlifting entstand vor rund 50 Jahren in den USA. Heute gibt es Wettkämpfe in aller Welt, auch in Kolumbien. Kraft hat in der Sierra Nevada schon immer eine Rolle gespielt, auch in Jesus David Gomez' Familie, die von der Landwirtschaft lebt. Schon als Kinder arbeiten die Awaku auf dem Feld. Hier im Leben voranzukommen, ist sehr schwierig. Wir wohnen in kleinen Gemeinschaften auf Farmen und ernähren uns von dem, was wir selbst anbauen. Es ist sehr hart, hier ein Kind großzuziehen. Etwa die Hälfte der Indigenen in Kolumbien lebt in Armut. Viele sind bis heute von struktureller Benachteiligung, Gewalt und Vertreibung betroffen. Einige Gemeinschaften sogar vom Aussterben bedroht. Auch die Awaku-Kultur war lange in Gefahr. Im frühen 20. Jahrhundert kamen mit Unterstützung der kolumbianischen Regierung christliche Missionare in die Sierra Nevada. Die Awaku sollten Spanisch lernen und katholisch werden. Doch dieser Plan ging nur teilweise auf, sagt Bastien Bossa. Der Anthropologe forscht zur Geschichte der Awaku. Sie hatten den Vorteil, dass sie von sehr hohen Bergen umgeben sind. Zum Teil mehr als 5000 Meter hoch. Viele Awaku-Familien sind auf 3500 oder sogar 4000 Meter gezogen, um der Mission zu entkommen. Sie haben es geschafft, ihre Sprache, ihre Institutionen und ein Stück Autonomie zu bewahren. Schätzungsweise 40.000 Awaku leben heute in der Sierra Nevada. Sport ist gewissermaßen in ihren Alltag integriert. Sport wird bei den Awaku vielleicht nicht so genannt. Es gibt wohl nicht mal ein Wort dafür, aber die Sache an sich gibt es schon. Körperliche Aktivitäten sind sehr wichtig für das Leben in den Bergen. Wir sind bei den kolumbianischen Powerlifting-Meisterschaften. Warten auf Jesus David Gomez, der an diesem Tag eine neue Bestleistung zeigen will. Doch es kommt anders. Der Wettkampf startet ohne ihn. Auf dem Weg zum Event, ein Auto will überholen, kommt plötzlich Gomez und seiner Freundin entgegen, kracht in das Motorrad, auf dem die beiden sitzen. Im Krankenhaus wird zum Glück schnell klar, beide sind nur leicht verletzt. Meine Freundin ist auf dem Autodach gelandet. Ich bin in die Windschutzscheibe geknallt, ziemlich hart auf den Arm. Gott sei Dank habe ich mir nichts gebrochen.
Und trotzdem, die Meisterschaft ist gelaufen, zumindest für heute. Und Gomez' einziges Fortbewegungsmittel kaputt. Drei Tage später, zurück bei den kolumbianischen Meisterschaften. Mehr als 30 Grad sind es hier in einer Kleinstadt nicht weit von der Grenze zu Venezuela. Jesús David Gómez will nicht aufgeben. Nach verpasstem Start hat er einen Weg gefunden, doch noch teilzunehmen. Trotz Platzwunde an der Stirn hat er sich in eine Kategorie einschreiben lassen, die später startet, gegen den Rat seines Trainers. Was ist dein Ziel für heute? Alles geben, gewinnen, mal wieder. Alles geben, das heißt am liebsten an die persönliche Bestleistung anknüpfen. Beim Kreuzheben wären das 230 Kilo, das Vierfache seines Körpergewichts. Gomez' Trainer begleitet ihn schon seit der Jugend. Das Talent der Awaco sei enorm, sagt Alberto Diaz. Das Powerlifting hat große Parallelen zum Alltag der Indigenen. Sie betreiben diesen Sport quasi schon, ohne es zu wissen, indem sie zum Beispiel Kaffeesäcke heben und die Berge hochschleppen. Diese Jungs trainieren und merken es gar nicht. Darum fällt ihnen dieser Sport relativ leicht. Für Jesús David Gómez war es heute nicht so leicht wie sonst. Nach dem Unfall macht die Hand noch Probleme. Aber trotz Schmerzen hat es in seiner Gewichtsklasse sogar für den ersten Platz gereicht. Ich bin jemand, der die Dinge durchziehen muss, die er sich in den Kopf gesetzt hat. Ich mag es nicht, Sachen unerledigt zu lassen. Wenn ich etwas anfange, muss ich es auch zu Ende bringen. Und zwar gut. Ein Schritt auf dem Weg zum nächsten großen Ziel, den Südamerika-Meisterschaften. Nur ob er das Geld für die Reise zusammenbekommt, steht noch nicht fest. Wir sind zurück in der Sierra Nevada de Santa Marta. Es ist 5 Uhr morgens. Die Familie ist schon wach. Zu Fuß geht es in die Berge, eine Dreiviertelstunde zum Haus des Mamo. Die Mamos sind die spirituellen Führer der Awaco. Gomez' Mutter erzählt vom Motorradunfall ihres Sohnes. Der Mamo soll ihn von negativen Energien befreien. Filmen ist hier unerwünscht. Wenig später stimmt der Mamo doch noch einem Interview zu. Wie steht er zum US-amerikanischen Kraftsport? Es scheint wie zwei fremde Welten, aber das ist es nicht. Es ist die energetische Verbindung zwischen der Welt der Arawako und der Welt da draußen. Es ist schön, dass diese Verbindung vom Herzen der Welt ausgeht, der Sierra Nevada de Santa Marta. Der Mamo gibt Gomez noch mit auf den Weg, er müsse öfter hierher in die Hauptstadt der Awaco kommen, um sportlich erfolgreich zu bleiben. Eine zusätzliche Herausforderung neben dem Trainingsalltag. 3 Monate später. Jesús David Gómez hat es geschafft. Wir treffen ihn in Perus Hauptstadt Lima wieder, auf dem Weg zu den Südamerika-Meisterschaften im Powerlifting. Um die Reisekosten zu decken, hat er sogar sein kaputtes Motorrad verkauft. Gefrühstückt hat Gómez an diesem Tag noch nichts. Höchstens 69 Kilo darf er schwer sein. Nach dem Wiegen Erleichterung. Jetzt bin ich nicht mehr nervös. Vor dem Wiegen war ich ein bisschen aufgeregt. Jetzt bin ich entspannt. Ich habe einfach nur Hunger. Für Gomez ist es der erste internationale Wettkampf im Seniorenbereich. Ab jetzt misst er sich mit den besten Powerliftern Südamerikas. Sein Ziel heute, zumindest eine Medaille für Kolumbien mit nach Hause nehmen. Zuerst muss er dafür bei der Kniebeuge abliefern. Und das tut er auch. 195 Kilo. Nur knapp unter seiner persönlichen Bestleistung. Pro Disziplin hat jeder Sportler 3 Versuche. Das Ziel ist, so viel Gewicht wie möglich zu drücken. Am Ende werden die besten gültigen Versuche aus jeder Kategorie zusammengerechnet. Beim Bankdrücken wollte ich eigentlich 110 Kilo schaffen, habe aber nur 107,5 gepackt. Darum muss ich beim Kreuzheben nochmal alles geben.
220 Kilo liegen auf der Stange. Dritter Versuch. Wenn jetzt alles passt, gewinnt Jesus David Gomez in seiner Gewichtsklasse. Und der Versuch gilt. Gold für Kolumbien. Sein Erfolg sei auch ein Erfolg für die Awaco-Indigenen, sagt Gomez. Er will ein Vorbild sein. Ich hoffe, dass ich viele Jugendliche dazu ermutigen kann, diesen Sport zu betreiben und nicht auf die schiefe Bahn zu geraten. Denn die Gewalt ist an jeder Ecke. Der bewaffnete Konflikt in Kolumbien, die Guerilla, Paramilitärs, das alles ist vor allem da, wo wir Indigenen leben, in den Bergen und auf dem Land. Jesus David Gomez wünscht sich, dass der Kraftsport auch seinen kleinen Brüdern einmal Halt geben wird. Für sie steht schon jetzt fest, sie wollen auch mal Powerlifting machen. Das Talent zum Gewichtheben ist da. Im höchsten Gebirge Kolumbiens, der Sierra Nevada de Santa Marta.